Lieber Ines, grüß dich, hallo. Hallo, hi. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, heute bei unserer Interviewreihe, bei unserem kleinen Q&A dabei zu sein. Ich bin dir sehr dankbar. Wie du weißt, der eine oder andere Folge auch schon mal gesehen. Wir versuchen hier immer den potenziellen Interessenten, das Studium am HHZ so authentisch wie möglich nahezubringen, sodass sich letzten Endes jeder einen Einblick machen kann und dann selber entscheiden kann, wäre es was für mich oder eben auch nicht. Ja, vielen Dank, Marco, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auf das Interview. Schön. Enes, wir starten einfach gleich mal rein mit der ersten Frage. Und zwar würde mich und vor allem die Zuschauer bzw. die Interessenten dann auch ganz konkret interessieren, wie deine aktuelle Situation aussieht. Auch Bezug nehmen natürlich auf deinen beruflichen Background. Du weißt, ich kenne deinen Background ja ein bisschen. Das macht mit Sicherheit auch ein bisschen was her, ja. Ja, also aktuell bin ich bei einem ziemlich großen französischen Softwareentwicklungsunternehmen und absolviere dort das duale Masterstudium. Offiziell sind wir Mitarbeiter auf Weiterbildung und sind auch für die Zeiten am HAZ für die Vorlesungen freigestellt. Und die restliche Zeit arbeite ich im Unternehmen und unterstütze da, wo ich gebraucht werde. Aktuell ist das der persönliche Referent von unserem Managing Director und da kriege ich immer ganz tolle Aufgaben, wo ich dann auch sehr kreativ sein darf und eben auch so meinen interessanten Background eigentlich auch mit einbringen kann. Interessanter Background, du sprichst es selbst schon an, hol uns ab. Ich will es nicht selber so hochpreisen, ja, interessant in dem Sinne, weil er nicht klassisch ist. Ich habe vor 10 Jahren eine Ausbildung zum Erzieher gemacht beim Jugendamt in Stuttgart, habe dann auch 6 Jahre als Erzieher dort gearbeitet. In der Zeit habe ich dann berufsbegleitend Wirtschaft und Psychologie studiert. Und studiere jetzt den Master Digital Business Management. Spannend, ja, man sieht, auch der klassische Quereinstieg Genau. ist möglich. Ja? Schön. Ja. Okay. Und zu deiner aktuellen Situation, was Wohnsituation angeht, wir sind ja hier im HZ in Böblingen, der Hauptstandort von unserem Digital Business Management Studiengang eigentlich darstellt. Wie machst du das? Pendelst du oder wohnst du hier in der WG oder wie sieht denn das bei dir aus? Ich habe im Gegensatz zu vielen meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen eine sehr komfortable Situation, muss ich zugeben. Ich wohne in Stuttgart, das ist nicht so weit entfernt von Böblingen. Ich reise mit dem Auto an, wohne in Stuttgart mit meiner Partnerin, mittlerweile sogar Ehefrau, zusammen. Wusstest du Glückwunsch, auch noch nicht, ja? wusste ich nicht. Glückwunsch, Genau. ja. Und unserem Hund. Und ja, ich brauche 20 Minuten hierher meistens. Ja. Krass. Ehefrau, Hund, das hört sich dann Ja. doch noch ein Ich bisschen bin auch nicht planend der an. Jüngste. Ja, absolut. Also Ja. schön erstmal. Und da kommt natürlich auch die Frage für mich so auf, wie sieht deine klassische Uni-Woche aus? Also wie regelst du das alles so? Hol uns mal ein bisschen ab. Ja, also die klassische Uniwoche, die beginnt eigentlich schon Freitagnachmittag und mündet dann darin, dass ich mich dann schon mental schon darauf einstelle, dass die nächste Woche einfach anders sein wird. Das ist dann vor allem sonntags dann schon mal so ein bisschen den Rucksack für die Uni vorbereiten. Ich koche sehr gerne und bringe dann mein Essen auch sehr gerne mit. Dann wird das Essen vorgekocht für die Woche. Ich gucke auch tatsächlich rein, welche Vorlesungen anstehen, ja, damit ich so ein bisschen Orientierung habe, wenn es dann Montag losgeht. Aber am meisten freue ich mich eigentlich, die ganzen Kommilitonen wieder zu treffen. Viele kommen ja aus Nordrhein-Westfalen oder auch von anderen Städten einfach. Und das ist dann einfach auch schön, wenn man dann wieder nach 2, 3, 4 Wochen zusammenkommt und dann auch mal so berichten kann, wie es einem erging in den letzten Wochen. Ja, so startet eigentlich die Uniwoche bei mir. Spannend, ich wiederhole mich, aber wahnsinnig viele Themen. Du sagst, Freitag fängt schon an. Wir hatten schon im letzten Interview jemand, der am Sonntag angefangen hat. Ja. Also top vorbereitet, starten hier alle in die Woche. Grundsätzlich, wenn ich in meinem privaten Umfeld mit Leuten spreche und das Thema berufsbegleitendes Studium an sich, beziehungsweise den Master dann auch berufsbegleitend anspreche, kommt oft ja, wie schaffst du das? Wie kriegst du das alles unter deinen Hut? Bei dir sowieso, du hast mir jetzt gerade noch gesagt, dass du Ehemann bist und einen Hund. Ja. Und ja, das gibt natürlich noch andere Themen, die dann zu berücksichtigen sind. Wie würdest du sagen, was dein Erfolgsrezept da, allen Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl auf der Arbeit als auch im Studium dann? Ja, das ist eine spannende Frage. Also es ist immer eine Mischung aus, man nimmt sich Sachen vor, man ist fokussiert.
Man betreibt Zeitmanagement einfach, ja. Aber auch so ein bisschen, man wird mitgezogen von seinen Kommilitonen. Wir haben hier auch relativ, finde ich, also ich habe ja auch einen Bachelor woanders gemacht, relativ moderne Lernansätze auch, wo wir in Gruppen zusammenarbeiten, wo wir gemeinsam viele Projekte haben, also vor allem dieses Thema soziale Lernen, ne? Und das hat natürlich auch so in der Hinsicht einen positiven Effekt. Man wird auch viel mitgezogen, man kommt in einen Austausch und dann ist es, ich erlebe das auch dann nicht so sehr als stressig eigentlich. Es ist eher so, und das sind meine Freunde, das sind meine Kommilitonen, das sind irgendwie auch meine Kollegen teilweise und wir kommen zusammen, wir arbeiten an einem Projekt, an einer Lösung. Wir sitzen alle im selben Boot, weil wir am Ende auch entsprechend unsere Noten haben möchten. Und dann ist es einfach neben der Arbeit ein Ort, wo man einerseits neuen Input bekommt und von anderen gemeinsam lernen kann. Ja, und wenn man das so für sich bewertet, dann ist das gar nicht so schlimm, würde ich sagen. Enes, wahnsinnig spannend. Schöner Denkansatz zum Schluss. Ich glaube, das ist ein besseres Schlussstatement könnte man nicht haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Und nochmal vielen Dank für deine Zeit, dass du hier bei uns warst.